Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Kinder haben auch Rechte. So begann eine Diskussion am vergangenen Sonntag mit unserer 10-jährigen Pflegetochter, als sie helfen sollte, den Tisch zu decken. Folgender Vortrag folgte, denn sie lernte gerade die Kinderrechte in der Schule. Die Kinderrechte sind sehr wichtig für Kinder. Das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Spiel und Freizeit, das haben Erwachsene nämlich nicht. Die Länder haben festgelegt, dass Kinder genug Zeit haben sollen, zu spielen und ihren Hobbys nachzugehen. Und wenn Kinder nicht lesen und nicht schreiben können und sich deswegen vielleicht keinen Apfel kaufen können, ist es sehr wichtig, zur Schule zu gehen. Alle Kinder haben das Recht auf Bildung. Es gibt wirklich Länder, wo die Kinder nicht zur Schule gehen können und weil das Land kein Geld hat. In manchen Ländern müssen Kinder arbeiten, um ihre Familie zu ernähren. Das ist Kinderarbeit. Eigentlich sollen Kinder nicht arbeiten müssen. Und Kinder sollen mitreden und mitbestimmen, wie ihre Welt aussehen soll. Und Kinder dürfen auch nicht geschlagen werden. So unsere Tochter, und ihre Ideen hat sie hier für mich aufgeschrieben. Heute am Weltkindertag erinnern wir uns bewusst daran, welche zentrale Rolle Kinder in unserer Gesellschaft spielen. Und wir erinnern uns an unsere Verantwortung, ihre Rechte, ihre Würde und ihre Zukunft zu schützen. Kinder sind nicht nur das Erbe unserer Kultur, Tradition und Werte, sie sind die Gestalter unserer Zukunft und das Fundament unserer Gesellschaft. Kinder haben Rechte. Jetzt würden Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, sagen, ja klar. Aber welche Rechte haben denn die Kinder? Kennen Sie die Artikel der UN-Kinderrechtskonvention? In den vergangenen Jahrzehnten haben wir bedeutende Fortschritte bei der Wahrung der Rechte des Kindes erzielt, und doch gibt es immer noch viel zu tun. In vielen Teilen der Welt leben Kinder immer noch in Armut, werden ausgebeutet oder sind Opfer von Gewalt. Aber auch hier in unserem Land werden Kinderrechte beschnitten. In Nordrhein-Westfalen beschäftigen wir uns insbesondere seit den Fällen von sexualisierter Gewalt in Lüchte mit dem Kindeswohl besonders intensiv, ob im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss oder in der Kinderschutzkommission. Das Kindeswohl und der Kinderschutz ist ein wichtiges Anliegen und eine wichtige Voraussetzung für gutes Aufwachsen. Kinder haben Rechte bedeutet aber auch, dass wir Kindern zuhören. Und als ich meine richtiges Zuhören, ihre Anliegen sehen und wahrnehmen, und wir müssen sie beteiligen. Gerade dieses Recht, das Recht auf Beteiligung, wird immer wieder gerne übergangen. Dabei sind Kinder doch Experten für ihr eigenes Leben und in eigener Sache. Dieser Tag erinnert uns daran, dass Kinderstimmen gehört werden müssen, in politischen Entscheidungen, in Schulen, Gemeinden und Familien. Aber wir müssen nicht nur zuhören, sondern auch handeln. In vielen Kommunen sind in den vergangenen Jahren Kinder- und Jugendgremien entstanden. Die Corona-Pandemie hat aber deutlich gezeigt, dass junge Menschen, obwohl sie von Maßnahmen betroffen waren, kaum als AnsprechpartnerInnen gesehen wurden. Auch die Proteste, an denen sich junge Menschen stark beteiligen, zeigen, dass sie mitreden wollen. Es geht um ihr Umfeld, ihr Leben, ihre Zukunft. Sie sagen Stopp, wenn rassistische Gewalt ihre Mitmenschen tötet. Sie sagen Nein, wenn es darum geht, dass wir PolitikerInnen ihre Anliegen nicht wahrnehmen. Auch deshalb wollen wir die Einführung eines Jugendchecks für Nordrhein-Westfalen prüfen, also prüfen, welche Folgen Gesetze, wenn sie beschlossen werden, auf Kinder und Jugendliche haben. Dieses Verfahren existiert bereits auf Bundesebene und auch in Thüringen. Wir glauben, dass wir mit dem oder der Beauftragten für Kinderschutz und Kinderrecht einen richtigen und wichtigen Schritt gehen, um Sichtbarkeit und Bewusstsein für die Belange im Bereich des Kinderschutzes und der Kinderrechte zu schaffen. Dieser wird auch das Bewusstsein für Kinderrechte stärken können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Aufgabe hier in diesem Parlament und in unserer Gesellschaft insgesamt ist es, sicherzustellen, dass jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft, Religion oder sozialem Hintergrund, ob mit Behinderung, ob als unbegleitetes, geflüchtetes Kind, ob von Rassismus betroffen oder queer, die gleichen Chancen erhält, Chancen zu lernen und zu spielen, zu wachsen und ein erfülltes Leben zu führen. Wir Erwachsene müssen schon ab und zu daran erinnert werden, dass Kinderrechte existieren. In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich noch hervorheben, dass es auch ein wichtiges und gutes Zeichen ist, dass wir als demokratische Fraktionen diesen Antrag gemeinsam einbringen und beschließen. Gemeinsam für Kinderrechte und Kinderschutz an diesem Weltkindertag. Und
Ich fordere Sie alle auf, diesen Weltkindertag nicht nur als eine Gelegenheit zur Feier zu sehen, sondern als einen Weckruf. Es liegt an uns, einen positiven Wandel für unsere Kinder und ihre Zukunft herbeizuführen. Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Nelson Mandela. Es gibt kein Enthüllen irgendeiner Gesellschaft, das überzeugender ist als die Art und Weise, wie sie ihre Kinder behandelt. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Kreuzmann. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der